Und das ungeborene Kind hat ein völlig offenes Gehirn. Das heißt, jeder Schadstoff, der in der Mutter ist oder in der Muttermilch, tritt lückenlos über ins Gehirn. Und das heißt, für die ersten 2 Jahre oder so ist es wahnsinnig wichtig, dass die Mutter ständig entgiftet. Wir Alten sehen es deutlich so mit diesem Programm und mit dem berühmten Virus, der im Lande ist, sehen wir, dass da ganz deutlich die Gehirne dahinter stecken, die das inszenieren, die bereits durch Elektrosmog und durch Giftstoffe verändert sind, eine Vision von der Erde haben, die nicht im Einklang ist mit unserer Biologie und mit dem Guten für die Erde, sondern die im Einklang ist mit Toxinen. Vielleicht kannst du zum Einstieg mal sagen, wie sich aus deiner Sicht die Gesundheit des Gehirns und des Nervensystems in den letzten Jahrzehnten oder in diesen 47 Jahren entwickelt hat. Was siehst du dafür Tendenzen? Naja, also das Gehirn lebt von zwei Einflüssen eigentlich. Einmal ist es der Einfluss über die Sinnesorgane, über die 5 Sinne. Egal, dass man nun denkt, dass man 7 oder 8 Sinne hat, aber die elektrischen Leitungen, die ins Gehirn reingehen, von Ohren, von Augen, vom Mund, von der Haut, das ist der eine Input. Und der andere, und der hat sich wesentlich geändert, und zwar dadurch, dass wir uns wesentlich weniger bewegen insgesamt und weniger Kälte ausgesetzt sind, weniger extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Aber der größte Einfluss, der sich da geändert hat, ist mit Sicherheit, dass die elektromagnetischen Strahlungen von den verschiedenen Wellenbereichen, die wir jetzt abbekommen, die auch über das Nervensystem nervenleitend am Gehirn ankommen, verändern den Input, der reingeht. Das ist wie ein Computer, oder den man, wo man Zahlen und Daten eingibt, oder? Und aus dem Computer kommt immer nur das raus, was man irgendwann reingegeben hat. Und beim Gehirn ist es leider auch so, dass nicht nur das, was wir als bewusstes Lernen empfinden, geht ins Gehirn rein, sondern auch alle unbewussten Einflüsse, das ganze elektromagnetische Spektrum, oder die Berührung sind ganz langsame Wellenlängen, das sind so 1 bis 20 Hertz, wo in den Organen, mit denen wir spüren, die Rezeptoren in der Haut, da wird Druck und Touch wird umgesetzt in elektrische Ströme, die in langsamen Frequenzen über das Nervensystem zum Gehirn hochlaufen. Und bei den Augen ist es eine viel, viel höhere Frequenz. So, das sind 400 bis 800 Nanometer. Das sind ganz, ganz, ganz kurze, ganz, ganz kurze Wellen mit einer ganz, ganz hohen Frequenz. In Milliardenwerten, noch höher als die 2,4 Gigahertz, über die wir sonst immer sprechen. Und das heißt, man kann jeden Input ins Gehirn umsetzen in Frequenzen, die am Gehirn ankommen. Mhm. Über die Zeit verändert sich das Gehirn durch die Frequenzen, die dort ankommen. Ja, wir sehen es jetzt bei den Teenagern, die mit ihrem Handy aufgewachsen sind oder mit Handy geboren sind, wo das Handy sozusagen einoperiert war in ihren Händen. Da sehen wir, dass diese Teenager heute anders sind. Sie fühlen anders, sie denken anders. Nicht unbedingt schlechter, aber anders als wir früheren Menschen. Ja, so dass dann große Kluft entstanden ist zwischen der Generation, die ohne Handy aufgewachsen ist, ohne wesentliche Frequenzen aus diesen hohen Frequenzbereichen, dass wir einfach große Unterschiede wahrnehmen. Was uns Sorgen macht, ist Dinge, die veröffentlicht sind, die unfähig, also der Einfluss auf die Spiegelneuronen, so heißt das so in der Fachsprache. Spiegelneuronen sind die Neuronen im Gehirn, die uns fähig machen, den anderen zu fühlen und zu erfassen. Und da gibt es deutlich jetzt Defizite in der jungen Generation, ja, dass die viele von den Jüngeren, die mit diesen hohen Strahlenbelastungen aufgewachsen sind, verlieren oft ihre Fähigkeit, den anderen zu fühlen, den anderen zu sehen, den anderen zu empfinden. Und damit geht das, was wir so als menschlich empfinden, es geht runter. Also das ist mal ein Teil, der uns ein bisschen Sorgen macht. Das ist der eine Teil vom Gehirn. Der andere Teil, von dem das Gehirn lebt,
ist die Zufuhr von Stoffen, von stofflichen Substanzen. Das Gehirn lebt hauptsächlich von Zucker und von Aminosäuren, ja, aber auch zum anderen Teil braucht es auch ein paar Vitamine. Ja, Biotin zum Beispiel ist wichtig und andere von den B-Vitaminen sind wichtig. Und je nachdem, wie der Supply da ist, wie die Zufuhr ist, geht es dem Gehirn gut oder nicht so gut. Und da gibt es nun große Unterschiede. Und insgesamt, so weltweit statistisch gesehen, ist die Ernährung eher besser geworden als schlechter. Die Vielfalt der Ernährung, oder das durch die Eisschränke, die wir haben, oder das heute, dass wir im Winter auch Spinat essen können oder im Winter auch Obst essen können. Das war nicht immer so, oder? Und jetzt ist es aber so, dass das Obst, was wir kriegen im Winter und im Sommer, hat wesentlich weniger Nährstoffe drin, als es es früher hatte. Das heißt, früher war es so, dass wir in Stoßzeiten übers Jahr her, im Frühling gab es bestimmte Dinge, die essbar waren, und dann im Sommer waren es andere Dinge, und dann haben wir viel davon gegessen in der Zeit, als es reif war. Und dann im Winter war meistens die Zeit, wo wir dann von Fleisch gelebt haben, ja, dass wir von den Tieren gelebt haben, die mit denen wir zusammen immer zusammen gelebt haben. Und es hat sich sehr geändert, die Art, wie wir essen, seit den 60er Jahren, seit es die Kühlkette gibt, wo wir übers Jahr immer die gleichen Sachen essen. Davon, das sind Vorteile dabei, dass wir im Winter auch Gemüse bekommen und Obst bekommen. Mhm. Aber insgesamt ist der Nahrungsgehalt runtergegangen, vor allen Dingen der Gehalt an Mineralien durch die Art des Ackerbaus. Also da gibt es große, regional große Unterschiede und individuell große Unterschiede. Es gibt Leute, die viel fürs Essen ausgeben und vielleicht auch höhere Qualität bekommen und vielleicht auch mehr Nährstoffe. Dann gibt es natürlich die von uns, die ihre Ernährung Dinge zusetzen, von denen wir annehmen, dass sie fehlen, dass wir eben Mineralienpräparate und Vitaminpräparate einnehmen, um das anzureichern, was fehlt. Aber das Wichtige ist heute, dass egal wie gut oder wie schlecht die Ernährung ist, dass es fast nichts mehr gibt, was nicht ohne gleichzeitige Gabe von Giftstoffen mitkommt. Ja, und das war früher nicht so. In dieser Zeit leben wir wieder, dass natürlich viele von diesen chemischen Einflüssen, von den Chemikalien, die mit dem Ackerbau und mit dem Essen in unseren Körper kommen, dass viele dieser Substanzen verändern unser Gehirn. Unser Gehirn muss sich anpassen auf das Leben mit Giftstoffen im Gehirn, und dadurch verändert sich die Funktion unseres Gehirns, verändert sich letztlich unser Denken, unser Fühlen, unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die Art der Entscheidungen, die wir treffen, und natürlich, was wir, ich möchte vielleicht das mal sagen für die Yogis unter euch, oder Yoga, das ursprüngliche Yoga, oder von Patanjali vor 5000 Jahren, oder wie lange das her ist, war eine Methode, den Körper so rein zu machen, wie es möglich ist, damit die Verbindung zum Göttlichen funktioniert. Ja. Aber vor 5000 Jahren war bekannt, wenn ich beten will oder wenn ich mich mit Gott verbinden will oder mit den höheren Kräften, egal wie man es nennt, muss mein Gehirn, aber nicht nur mein Gehirn, sondern mein ganzer Körper muss rein sein. Wenn er verschmutzt ist mit Schadstoffen, dann geht es nicht, oder? Und dann kommt ja zum verschiedenen Atemtechniken, kommen aus dem Yoga, dann diese verschiedenen Dehnungsübungen, oder die immer dazu führen zur Entgiftung. Ja, also Yoga ist ein ganz wichtiger Teil von jedem Entgiftungsprogramm, weil dann die Faszien gedehnt werden, und wenn Faszien gedehnt werden, dort lagern sich die meisten Giftstoffe an, werden die freigesetzt, und dann die Kolonhydrotherapie kommt eigentlich aus dem Yoga, also die Arbeit mit Einläufen, den Stuhlgang zu beschleunigen und mehr zu trinken, damit die Nieren entgiften können, oder es kommt alles aus dem Yoga, aber die Grundidee war nicht jetzt, um irgendwie so ein Gesundheitsfreak zu werden, sondern die Idee war, besser beten zu können, oder? Und jetzt in unserer Zeit geht diese Verbindung zum Höheren deutlich verloren durch die Gesamtheit der Einflüsse,
die wir haben. Und das heißt, wir Älteren oder wenn die Verbindung einmal hergestellt ist, wenn wir jünger sind, dann braucht es relativ viel, um die wieder kaputt zu machen. Hm. Aber wenn jemand aufwächst ohne diese Verbindung, dann braucht es sehr, sehr viel an Gesundheit und an Reinigung, um dahin zu kommen, dass die Verbindung funktioniert. Und ohne die Verbindung ans Göttliche haben wir auch keine Verbindung zur Erde. Das ist für mich immer das Gleiche. Oder Verbindung zur Natur, zur Erde. Und ohne Verbindung zur Natur machen wir natürlich das, was alle anderen auch zu machen scheinen, dass wir die Natur ausbeuten und sozusagen als unsere Fundgrube ansehen, wo wir uns bereichern können, ohne dran zu denken, was mit der Erde passiert, oder? Und wir Älteren, oder wenn wir ein bisschen bewusst sind, sehen wir, dass das, was wir mit der Erde machen, im Moment nicht aushaltbar ist, oder? Es gibt eine schöne Studie von der Weltgesundheitsorganisation. Ich gebe einmal das Endergebnis war, wenn alle so leben würden wie der durchschnittliche Deutsche, alle Menschen auf der Erde so leben würden wie der durchschnittliche Deutsche, bräuchten wir 6 Erden, um das zu unterstützen. Mhm. Was die Nährstoffe angeht und die Versorgung und Benzin und. Und beim Amerikaner waren es 30 Erden. Oder? Und aber dadurch, dass wir nur eine Erde haben, oder, ist es entweder eine Erde für alle. Das heißt, der Deutsche müsste sein Leben auf ein Sechstel reduzieren von dem, was verbraucht wird. Und der Amerikaner auf ein Dreißigstel von dem, was im Moment anliegt. Und wenn wir in Kontakt sind mit der Erde, dann fällt es ja auch nicht schwer. Und du bist ja auch so einer, der das lebt, oder dass du dich gesund ernährst und darauf achtest, dass du nicht mehr Footprint hinterlässt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, nicht mehr Fußstapfen hinterlässt. Ja. Fußabdruck hinterlässt als notwendig, oder? Und natürlich sind viele deiner Zuhörer, würden nicht zuhören, wenn sie nicht auch schon auf diesem Bereich werden. Aber was das Gehirn angeht, ist es wichtig zu wissen, das Gehirn ist flexibel bis zum Tod und wächst und ändert sich und adaptiert sich an die Gegebenheiten, die da sind. Und der elektromagnetische Einfluss ist im Moment überwältigend. Der biochemische Einfluss, gibt es bestimmte Dinge, die vorteilhaft sind, aber bestimmte Aspekte eben die Toxizität, die negativ ist. Hm. Das Gehirn, was nachher rauskommt, oder bestimmt nachher das menschliche Verhalten von der Person. In den letzten Jahren kommt immer mehr so ein Begriff durch mit der Bezeichnung Leaky Brain. Kannst du mal vielleicht erklären, was damit auf sich hat? Leaky Gut, davon haben die meisten schon was gehört, aber was hat es mit Leaky Brain auf sich? Ja, so als erstmal, es gibt einen Zusammenhang zwischen Leaky Brain und Leaky Gut. Leaky Gut ist einfach, dass die im Darm, oder der Darm ist eine von den vielen Barrieren, die uns von der Umwelt trennt. Das heißt, das Essen, was durch den Darm durchläuft, ein Teil davon muss aufgenommen werden. Und diese Aufnahme ist nicht zufällig, sondern die Barriere im Darm, die das Blut trennt von dem Inhalt vom Darm, ist intelligent. Das heißt, es sind Zellen, die können sich verschließen und können aufmachen. Und wenn die Zellen aufmachen, werden Nährstoffe reingelassen ins Blut. Und wenn die Zelle zugeht, nicht. Oder? Und wenn dieser Mechanismus funktioniert, gibt es keine Lebensmittelallergien. Und unsere Verdauung funktioniert optimal. Das heißt, wir werden versorgt mit den Dingen, die wir brauchen. Aber nicht vergiftet mit den Dingen, die wir nicht brauchen. Oder es ist die Aufgabe dieser Barriere. Und jetzt hat man gefunden, dass wenn wir Leaky Gut heißt, dass diese Barriere nicht mehr funktioniert, sondern dass sie permanent zu offen ist, dass die blockiert ist und Lücken da sind, wo ständig auch Giftstoffe und größere Proteine, die nicht rein sollten, jetzt ins Blut kommen und Probleme machen. Parallel dazu gibt es im Gehirn eine ähnliche Schranke, die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, es sieht so aus, die Blut-Hirn-Schranke sind Blutgefäße, die im Gehirn durchlaufen. Und außerhalb der Blutgefäße sind diese Zellen, die Astrozyten, die haben Fortsätze und die legen sich
um die Blutgefäße herum machen, tut man eine zweite Schicht drumherum. Und diese Schicht ist intelligent. Das heißt, diese Schicht kann aufgehen, dass Nährstoffe, die im Blut fließen, ins Gehirn reinkommen, oder die kann zugehen. Und es gibt ein paar, inzwischen jetzt seit ein paar Jahren, sogar einen Laborwert, den man messen kann, ja, das RS-100. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so heißt, aber es ist ein Laborwert, wo man feststellen kann, wie durchlässig diese Schranke ist. Und jede Studie, die es bis jetzt gibt über WLAN, oder zeigt, dass die Auseinandersetzung mit WLAN zu Hause, also wenn Leute ihre WLAN-Anlage nachts anhaben, dass dann die Blut-Hirn-Schranke permanent offen ist. Und dann kann man natürlich sagen, das ist doch super, dann werden die Nährstoffe, die im Blut sind, werden dann lückenlos aufgenommen ins Gehirn. Und es kann auch gut sein, aber wenn jemand ein Leaky Gut gleichzeitig hat, Leaky Gut heißt, dass jetzt Stoffe im Blut sind, die nicht hingehören, oder? Und wenn dann jemand gleichzeitig ein Leaky Brain hat, das heißt, dass dann die gleichen Schadstoffe, die im Darm aus Versehen aufgenommen werden, jetzt auch ins Gehirn übertreten. Und dieser Teil, diese Kombination Leaky Gut, Leaky Brain ist einfach tödlich, und das betrifft jeden von uns. Denn es gibt keinen von uns, oder zumindest von uns beiden nicht, der nicht jeden Tag WLAN ausgesetzt ist, oder? Es gibt ja, ist ja flächendeckend in Deutschland angelegt inzwischen, so dass es keine Ausnahmen mehr gibt, und die Leute, die es nicht aushalten, können nur noch Suizid begeben oder nach Russland gehen, wo es noch Stellen gibt, wo man ohne Elektrosmog existieren kann. Also das Leaky Brain, oder gibt es natürlich ganz viel zu sagen, aber das Wesentliche ist, dass viele Umwelteinflüsse, aber vor allen Dingen der Elektrosmog, führen dazu, dass diese Schranke nicht mehr funktioniert und damit unser Gehirn vergiftet wird. Ja, da gibt's, kann man gar nicht einfacher sagen. Und jetzt gibt's natürlich Wege, diese Schranke zu reparieren. Ja, bei eine Substanz, die veröffentlicht ist, ist Progesteron. Ja, ich benutze ja die Produkte, kann ich jetzt ja vielleicht auch sagen, oder von KI Science. Da gibt's KI Brain, heißt es. Ja, das ist so meine Kräutermischung, um dieses Leaky Brain wieder, um die Barriere wieder dicht zu machen, oder? Es gibt so ein bisschen weniger, darunter ist einfach die Arbeit mit Ginkgo Biloba und Progesteron. Progesteron ist veröffentlicht, oder? Und Progesteron, wissen die meisten nicht, kann man sehr, sehr gut erhöhen durch die Gabe von Zimt. Ja, also ein Teelöffel Zimt zweimal am Tag. Und das KI Brain, das sind fantastische Mittel, um diese Barriere wieder flexibel und wieder arbeitsfähig zu machen. Und es gibt natürlich noch andere Tricks, aber alles funktioniert nicht, solange nach die WLAN-Anlage an ist. Ja, und dieser Weg zum Knopf, die Anlage nachts auszuschalten, ist schon meistens unüberwindbare Schwierigkeit. Oder auch tagsüber. Also man ist ja nicht darauf angewiesen. Man kann ja alles verkabeln. Man kann sogar das Festnetztelefon LAN-Kabel anschließen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber auch das, wenn jetzt jemand ein Smartphone nutzen will, kann man da mit Kabel reingehen, mit einem speziellen Adapter, an die ganzen anderen technischen Geräte sowieso. Also das heißt, also vielleicht gibt es Ausnahmefälle, wo es wirklich notwendig ist, warum auch immer, aber jeder könnte es wahrscheinlich seinen eigenen Output da extrem reduzieren um 80, 90 oder noch mehr Prozent. Und dann würde er sich selber sehr viel Gutes tun und auch den ganzen anderen Menschen sehr, sehr viel Gutes tun. Und auch den ganzen Lebewesen, die bekommst du auch erlaubt. Und es kostet nicht viel. Ne? Das ist alles bezahlbar. Das ist das Schöne daran. Und jetzt möchte ich vielleicht auch noch einen Appell machen. Vor allen Dingen, wenn eine schwangere Frau im Feld ist oder kleine Kinder, oder? Die Blut-Hirn-Schranke, von der wir gerade gesprochen haben, beginnt erst zu existieren nach dem 18. Monat. Das heißt, das Kleinkind
Und das ungeborene Kind hat ein völlig offenes Gehirn. Das heißt, jeder Schadstoff, der in der Mutter ist oder in der Muttermilch ist, tritt lückenlos über ins Gehirn. Mhm. Und das heißt, für die ersten 2 Jahre oder so, also während der Schwangerschaft und das erste Jahr, wo die Frau stillt, oder ersten 2, 3 Jahre ja oft, ist es wahnsinnig wichtig, dass die Mutter ständig entgiftet, oder? Und wir haben ja diese schöne Studie von Nakano, die zeigt, dass Chlorella der ideale Stoff ist, um die Muttermilch sauber zu halten und auch um zu verhindern, dass Giftstoffe während der Schwangerschaft auf die Mutter übertreten. Und wie gesagt, es gibt ja wieder verschiedene Qualitätsgrade. Wir haben vorher gesprochen über Chlor Energy als die sauberste Form von Chlorella. Das ist mal ganz wichtig. Aber dann, sobald das Kind 1,5 Jahre alt wird und die Blut-Hirn-Schranke anfängt, flexibel zu funktionieren, ist es ganz wichtig, dass die WLAN-Anlage absolut ausgestellt ist, so viele Stunden wie möglich, oder dass sie nur angestellt wird. Wenn jemand wirklich abhängig ist von dieser drahtlosen Verbindung, wenn alles angeschaut hat und nichts ist möglich, oder dann eben nur das Gerät anstellt, wenn es wirklich verwendet wird. Und dass man einfach weiß, jedes Mal, wenn ein Kind in der Nähe ist, das noch wächst, also bis zum 20. Lebensjahr ist es, oder? Wächst das Gehirn, wächst das Nervensystem, und das Nervensystem wächst anders unter dem Einfluss von WLAN als unter dem göttlichen Einfluss unserer Natur. Und das heißt, was dann rauskommt, ist ein anderer Mensch. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr so einen Techno-Freak als Kind haben wollt, der nicht mehr Mitgefühl hat mit anderen Menschen, dann ist das vielleicht gar kein schlechtes Rezept. Aber wenn ihr so einen richtigen Menschen haben wollt als Kind später, oder, dann ist es keine gute Idee. Und das heißt, die Richtung, in die es geht, ist in Richtung von diesem Transhumanismus und so. Aber da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das sind halt eher nachher philosophische Gedanken, die, wo wir Alten sehen es deutlich so mit diesem Impfprogramm und mit dem berühmten Virus, der im Lande ist, sehen wir, dass da ganz deutlich die Gehirne dahinter stecken, hinter den Leuten, die das inszenieren, deutlich diese Gehirne dahinter stecken, die bereits durch Elektrosmog und durch Giftstoffe verändert sind und eine Welt, eine Vision von der Erde haben, die nicht im Einklang ist mit unserer Biologie und mit dem Guten für die Erde, sondern die im Einklang ist mit Toxinen, mit toxischen Wellenlängenbereichen. Oder? Und da machen wir uns eben große Sorgen. Was wird aus unserer Welt? Oder wenn jetzt die jungen Generationen ranwachsen mit Gehirnen, die verändert sind in Richtung weg von gesunder Biologie, in Richtung Technologie. Natürlich hat es diese Sorge immer gegeben, oder? Also wenn man zurückschaut bei Cato oder bei den alten Römern oder so, hat es immer die Sorge gegeben von der älteren Generation zur jüngeren Generation. Und ein Teil davon gilt sicher für mich auch. Aber wir machen uns, wie gesagt, Sorgen. Wir kämpfen um jedes Gehirn. Ich kämpfe als Arzt um jedes Gehirn, das sich wieder zurückbringen kann zu einem mehr natürlichen Zustand, oder wo das Gehirn schützen vor den technischen Einflüssen und das Gehirn öffnen für die biologischen Einflüsse, für die gesunden Einflüsse. Ein einfaches Beispiel, oder anstatt den ganzen Tag am Computer zu sitzen, der nicht auf Airplane-Mode ist, sondern der voll seine Wellen abgibt, oder? Anstatt einen Tag so zu verbringen, einen Tag in der Natur zu verbringen, oder wo ich die ganzen Frequenzen von der Natur ausgesetzt bin, den Ton, dem Geräusch von den rauschenden Blättern im Wald und die Vögel und der Wind, der da durchweht und die natürlichen Erdfrequenzen, die Schumann-Frequenz und die anderen Frequenzen, die von der Erde herkommen, sozusagen ein Frequenzbad der natürlichen Frequenzen, das einen ganz anderen Einfluss hat als das Frequenzbad am Computer. Also quasi die Impfungen. Kannst du vielleicht dazu noch
kurz Ja, was sagen? sag ich gerne was dazu. Also einmal ist es natürlich vom Wissenschaftlichen her haaresträubend, was dort gemacht wird, oder? Wir haben vorhin gesprochen, dass was Insektizide, Pestizide und diese ganzen Agrochemikalien angeht, dass eigentlich das Holz so bewertet wird, dass die Mittel nicht vorher toxikologisch untersucht werden, sondern 50 Jahre später, man schaut auf den Schaden zurück und sagt, ja, sollte man vielleicht nicht machen. Früher war es in der Medizin so, dass wenn Mittel zugelassen wurden, die in uns injiziert werden, dass die toxikologischen Studien und die immunologischen Studien erst abgeschlossen werden, bevor ein Mittel zugelassen wird und uns injiziert wird. In diesem Fall jetzt ist es wieder so wie in der Agrochemie, dass diese Mittel jetzt in uns injiziert werden, ohne dass die Studien abgeschlossen sind für die Sicherheit, sondern im Gegenteil, dass während die schlechten Nachrichten reinkommen aus der ganzen Welt, dass die Mittel gefährliche Nebenwirkungen haben, Langzeitnebenwirkungen, krebserregend sind, das ganze Immunsystem, die TH8-Zellen, die CD8, sorry, die CD8-Zellen kaputt gehen, dass Defekte im Immunsystem entstehen, deren Konsequenzen überhaupt nicht vorhersehbar sind. Während diese Nachrichten reinkommen, ist es wieder so wie früher beim DDT, anstatt dass es sofort gestoppt wird, oder wie beim Kontergan, dass man erstmal wartet, bis ganze Generationen von verkrüppelten Kindern da sind, dass man hier auch wieder diesen Weg geht. Es ist für uns als Ärzte unvorstellbar, dass wir das als Zeitzeugen mit wahrnehmen. Es ist ein kollektiver Wahnsinn. Mehr kann man nicht sagen an der Stelle. Und ich beschäftige mich natürlich, wie wir den Schaden minimieren können bei den Leuten, die diese Injektionen hatten. Und es sind ja zum Glück nicht ganz so viele, wie die Statistiken vorschlagen. Trotzdem sind die Auswege ja immer enger geworden, um dem zu entkommen. Und man kann sich dem nicht entziehen, zu denken, dass wir ja doch in diesen Zeiten leben, die in der Bibel vorhergesagt sind, diese Endzeit, oder? Dass ein großer Teil der Menschheit wird getrieben in eine bestimmte Richtung weg vom Menschsein, oder? Und dass natürlich diese Injektionen auch unser Verhalten verändern, auch unser Denken verändern, oder? Das ist einfach, jetzt beziehe ich mich auf diese bestimmten Inhaltsstoffe, die wir hier nicht erwähnen wollen, weil ich möchte nicht, dass hier der Kanal zugemacht wird, aber dass diese Stoffe nicht nur unser Immunsystem bleiben verändern mit den Konsequenzen, die da kommen, sondern auch unser Verhalten und unsere Psyche verändern, auf bleibend unser Menschsein verändern. Das ist unglaublich. Und das sehen wir jetzt nun jeden Tag in der Praxis und versuchen, wie gesagt, wir versuchen, so viele Leute zu retten wie möglich. Hier geht es jetzt nicht nur ums Gehirn, sondern auch ums Immunsystem und andere Systeme. Und es ist nicht so schwer, oder? Ich kann es ja sagen, vielleicht, oder die wichtigsten Mittel ist das N-Acetylcystein als ganz, ganz wichtiger Stoff. Und dann ist es der Löwenzahnextrakt, oder? Wo wir auch da eigentlich führende Rolle übernommen haben in der Welt mit KI Science, Aus der der Löwen. Wurzel oder aus den Blättern? Ja, aus dem Blatt. Das ist wirklich der Löwenzahn-Blattextrakt. Und hochdosiert Enzyme zu geben, um diese Proteine, die da erzeugt werden, so schnell wie möglich auseinanderzubrechen. Ja, dazu benutzen wir einfach in Deutschland, glaube ich, heißt das Carazym. Das ist das alte Wob-Enzym, aber zusammen mit dem Pflanzenschutzstoff drin, das ist Rutin. Als das billigste Enzym, das man in großen Mengen nehmen kann, oder wirklich eine kleine Handvoll, ein paar Mal am Tag, kurz nach der Injektion, macht Wunder, ja, um diesen bleibenden Schaden zu verändern, zu verhindern. Und da gibt es also noch viel zu sagen, aber das sind so mal drei wichtige Anteile: Löwenzahn, hochdosiert proteolytische Enzyme und das N-Acetylcystein, um die Schadstoffe abzufangen, die da entstehen. Ja, das ist, wie gesagt, ja, wir sind in einer unglaublichen Zeit da. Vielleicht möchtest du den Leuten noch was mitgeben
zum Schluss. Du hast jetzt schon ja mehrfach auch über den Tellerrand hinaus geschaut oder hinaus philosophiert, aber nochmal kurz und knapp vielleicht eine Message für die Leute, die das hier hören, die das hier sehen, die auch verstehen, was du sagst oder was wir sagen, dass wenn ich jetzt auf die Straße gehe, würden vielleicht viele Leute damit gar nicht so richtig was anfangen können, eventuell auch wegen dieser ganzen Faktoren, die du, der ganzen Informationen, der ganzen Ursachen, die du hier in dem Interview beleuchtet hast. Aber für die Leute, die die Botschaft verstehen, was möchtest du denen noch mitgeben zum Schluss dieses Interviews? Ja, einmal, ich vertraue der Evolution. Ich vertraue, dass das Leben auf der Erde insgesamt richtig weitergeht. Ja, aber Evolution geht nie linear, sondern geht immer hoch und dann wieder ein bisschen runter. Aber insgesamt geht die Kurve doch nach oben. Und im Moment sind wir in einer eigenartigen Zeit, wo wir uns gut schützen können vor dem, was schlecht ist, solange wir wissen, wovor wir uns schützen sollen, oder? Und das ist jetzt meine persönliche Aufgabe, die ich sehe, ist, Leute darauf hinzuweisen, auf die Dinge. Es gibt einiges, vor dem wir uns nicht schützen können, oder? Wenn jemand gezwungen wird, jetzt bestimmte Injektionen zu bekommen, um seinen Job zu behalten, dass er die Familie weiter unterstützen kann, dann sagen wir, okay, dann müssen wir gucken, was können wir machen, um die Person zu schützen vor möglichen Schäden, die da entstehen. Und das ist gar nicht so schwer. Ja, wenn man es einmal erkannt hat, um was es geht, ist es nicht schwer. Wenn wir unserer Zeit vertrauen, früher war es so, wir konnten der Zeit eigentlich nie vertrauen, oder? In der Nazi-Zeit, das ist jetzt in der Generation von meinen Eltern, konnten wir nicht vertrauen, dass dem, was in den Medien dort dargestellt wurde und was politisch dargestellt wurde, was in den Zeitschriften war, konnten wir nicht vertrauen. Die Leute, die vertraut haben, oder? Sind noch schlimmer rausgekommen aus der Nazi-Zeit, als die Leute, die von vornherein Zweifel hatten und ihren eigenen gesunden Menschenverstand nicht verloren haben. Und für mich ist das Wichtigste, was ich Leuten eigentlich mitgeben kann, um eine Zeit und um Dinge, die vorgeschlagen sind, zu beurteilen, ob wir mitgehen oder nicht, müssen wir immer schauen, ist es für das Leben oder gegen das Leben, oder? Und für das Leben heißt auf jeden Fall, was medizinische Interventionen angeht, okay, hat denn jemand geschaut, ob das Leben unterstützt oder gegen das Leben ist? Und wenn diese Studien nicht abgeschlossen sind, dann sage ich, ja, das ist noch nicht gemacht, der Schritt, oder? Und deshalb das erstmal annehmen, ist es gegen das Leben. Und wir haben Wege gefunden, oder? Wir wissen die größten Umwelteinflüsse, die es gibt im Moment. Das ist einmal elektromagnetische Strahlung. Das können wir minimieren, können wir schützen, um hier in einen vernünftigen Bereich zu kommen, der mit dem Leben kompatibel ist, der fürs Leben ist. Wir können wissen, welche Umweltschadstoffe versuchen, sich jeden Tag in uns einzudrängen und können die Quellen kennen und können uns davor schützen. Und wir können unseren Körper entgiften für die Rückstände, die schon da sind. Das heißt, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und der richtigen Information können wir gut ins Leben kommen. Und unsere Zeit ist ja immer noch schön. Wir haben immer noch genug Plätze in der Natur, die wunderbar sind. Wir haben immer noch genug schöne Erde an den Stellen, wo sie noch schön ist, oder? Und wir haben ja noch immer alles und wir haben gute Ernährung, wir haben gute Möglichkeiten, oder? Eigentlich ist das Leben ja immer noch schön. Wir müssen uns nur schützen vor dem, wo es gefährlich ist für unsere Zukunft. Und wir müssen vor allen Dingen, davon gehe ich mal aus, unsere Kinder schützen, weil die Kinder können noch nicht für sich selber denken, insbesondere die Teenager, oder? Teenager sind sehr schwer zu schützen, oder weil sie natürlich, wie ich damals auch dachte, oder wir wissen schon alles, oder und die Teenager sind meiner Meinung nach besonders gefährdet im Moment, oder weil die Konsensusrealität, also die Realität, in der der Teenager lebt, im Moment nicht kongruent ist mit gesunden
gesunder Zukunft und gesunder Biologie. Und wir müssen da eingreifen, wo wir können. Aber ich gehe schon davon aus, dass es gut weitergeht und dass die Zahlen, die Statistiken und die Zahlen letztlich, die entstehen im Hintergrund von dem, was wir alles machen und die Umweltveränderung, dass die Zahlen letztlich so erdrückend werden, dass es wieder eine Wende geben wird. Ja, wir Wissenschaftler gehen alle davon aus, dass der Tiefpunkt, der Tiefpunkt von bestimmten Entwicklungen, also auf dieser Entwicklungskurve, dass der nächste Tiefpunkt wahrscheinlich erst erreicht wird, so im Jahr 2032, aber dass es dann wieder sehr schnell aufwärts gehen wird. Und bis dahin müssen wir einfach uns schützen, uns selber schützen und können nicht darauf warten, dass der Staat es für uns tut. Ja, sondern das Spannende jetzt im letzten Jahr, letzten 2 Jahren war, dass weltweit, oder, der Staat gegen die Bürger steht. Ja, dass wir keine Regierung sehen, keine Regierung erkennen, die die Gesundheit der eigenen Bürger als das Wichtige darstellt, sondern dass hier andere Interessen verfolgt werden.